Okay, liebe Leute, ich mache heute einen kurzen Input. Es ist ein Input, machen einfach einen Input. Ich weiss nicht, wo du bist, gell, auf der Welt. Du bist in der Schweiz, bist irgendwo sonst noch, bist irgendwo in einer WG, bist krank, bist gesund. Ich weiss nicht, wer du bist. Du weisst nicht, wer ich bin. Ich möchte dir schnell etwas vorlesen, wenn ich es hier noch finde. Moment, ich muss schnell schauen. Bei dem Server. Ich möchte schnell etwas vorlesen. Oder hier haben wir es auch. Lesen wir es hier vor. Das ist besser als am Kumpel. All euch liebe Leute, die ihr nicht weiter wisst, oder am Boden sind, wo das Leben keinen Sinn mehr macht, wo ihr alles gegeben habt und einfach gleich halt alles in die Hose gegangen ist, möchte ich einfach zusprechen, wir sind nicht allein. Vergessen es einfach nicht, wir sind nicht allein. Ich möchte euch etwas vorlesen. Und wo steht jetzt das? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir trauen? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie strauchen und fallen. Wenn sich schon ein Herr über mich legt, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Wenn sich Krieg über mich erhält, so bleibe ich auf Arbeit getrost. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich bleiben dürfe im Hause des Herrn mein Leben lang. Zu schauen, die Lieblichkeit des Herrn und seinen Tempel zu betrachten, denn er deckt mich in seiner Rücke zur bösen Zeit. Er verbirgt mich im Schirm seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will in seinem Zelt Jubelopfer bringen. Ich will singen und spielen den Herrn. O Herr, höre meine Stimme, sei mir gnädig und antworte mir, wenn ich rufe. Von dir sagt mein Herz, dass du sprichst, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen, verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab in deinen Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf richtige Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht in den Willen meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind wieder mich aufgestanden und stoßen drohend aus. Dennoch glaube ich zuversichtlich, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, Harre des Herrn. Okay, liebe Leute. Vielleicht erzähle ich gleich rasch meine Geschichte. Also, für die, die mich nicht kennen, ich bin Schweizer, ich komme aus der Schweiz. Ich habe ursprünglich eine Akademikerkarriere gemacht, also eine Karriere. Ich habe Physik studiert und bin kurz auf einmal eine Psychose bekommen. Ich habe die Gnade bekommen, den Gott kennenzulernen in meinem Leben. Jetzt mit 26 bin ich Gott begegnet. Ich durfte ihn kennenlernen und wir sind da mit ihm unterwegs. Mal intensiver und mal weniger intensiv und habe eine sehr schwierige Zeit hinter mir. Ich hatte 14 Jahre Psychose. 14 Jahre müssen fighten auf den Knäuelrutschen. Bitte Gott, mach mich gesund, bitte, mach mich gesund, bitte, mach mich gesund. Und eigentlich hat das zerbrochenes Herz, aber ein zerbrochenes Herz, das viel brüllt, aber genau, weil eben das Herz eben so zerbrochen ist, wo eben auch dein Herz sieht, wo eben genau so brüllt.
eben mein Herz, die Herzen sehe, die brüllen, ist das eben auch ein Geschenk. Die ganzen zerbrochenen Jahre sind irgendwo eben auch ein Geschenk, wenn es fest weht hat. Und das ist auch der Grund, wieso dein Leben zerbrochen ist. Das ist eben genau der Grund, wieso eben dein Leben auch zerbrochen ist, weil es eben etwas Kostbares ist. Weil eben nur du siehst die Tränen beim anderen. Nur du verstehst den anderen. Nur du weißt, was der andere durchmacht. Nur du, der alles Gleiche durchgemacht hast. Nur du kannst den anderen so in den Arm nehmen, wie du es eben kannst. Weil du eben auch gelitten hast im Leben. Und wir möchten einfach Mut machen, gib einfach nicht auf. Gib einfach nicht auf. Aufgeben gibt es nicht. Und oft ist das Leben fies und das Leben ist dreckig und das Leben ist gemein. Aber schau, es hat einen Tee vor dir. Der ist in einem Garten auf der Knoi. Ist am Boden gekauert. Und hat gefleht und gefleht und gefleht und hat Angst gehabt bis zum Abwinken. Er hat so fest Angst gehabt, dass er Blut geschwitzt hat. Und er hat nichts verbrochen, hat das Leben als Zimmermann gelebt, hat immer den Eltern gefolgt, nicht so wie du und ich, die Scheissdreck gebaut haben. Er hat nie Scheissdreck gebaut, er hat immer den Eltern gefolgt, ist lieb mit den Eltern. Er hat fleissig seine Arbeit gemacht. Er ist auf den Knoi da gegangen und hat Blut geschwitzt, so Angst hatte er gehabt. Die seine Freunde, seine Kollegen, die waren am Pennen gewesen. Und dann sind Soldaten gekommen und haben ihn abgeführt. Sie haben ihn zum Herodes geführt. Und der Herodes hat gesagt, du bist doch ein König. Wieso wehrst du nicht? Du bist doch ein König. Und Jesus hat einfach geschwiegen. Der Herodes hat ihn verspottet. Dann haben sie mit Dornen frohen und geflochten. Mit solchen Dornen. Dann haben die auf den Kopf gesetzt und haben mit dem Stab draufgehauen. Hat geblüht, hat weh gemacht. Der Herodes hat ihn vor ganz Jerusalem hergestellt und gesagt, aber der Pilatus ist sie, der Herodes, hat gesagt, ich finde keine Schuld an dem Mann. Wer will wenden, dass ich durch Kreuzige den Barabbas oder den Jesus. Und hat ihm einen Purpurmantel angelegt, um ihn verspotten. Schaut hier, euren Pseudokönig. Die ganze Jerusalem hat geschaut, Kreuzige, Kreuzige, Kreuzige. Dann Jesus abgeführt. Sie haben ihn auspeitscht. Etwas, was du und ich nie erlebt haben, wo wir nie haben müssen durchgehen, nie durch so ein Tal müssen durch. Ich weiß nicht, was das heisst, auspeitscht werden. Du weißt es auch nicht. Ich habe andere schlimme Sachen erlebt, aber auspeitscht bin ich noch nie geworden. Und es hat Knochensplitter gehabt in diesen Peitschen. Jesus, die Hautfetzen sind vorgeflogen von seinem Rücken. Und dass ich sein Mund nicht aufgemacht und schwiegen. Dann haben sie die zwei Balken geholt und er hat sie so schleppen auf dem Via Dolorosa, wie es heisst, auf dieser Strasse. Und das ganze Jerusalem hat geschaut und zugeschaut. Irgendein Typ hat Simon von Kyrene geheißen, Jesus hat nicht mehr mögen, ist zu Boden gestürzt. Und dann haben sie dann das Kreuz dem Simon oder dem Fritzli oder dem Hansli oder ich weiß nicht, wie du heisst, ich heisse Simon. Dem Simon haben sie das Kreuz und hat 3-4 Meter hat er für Jesus das Kreuz geschleppt. Der Simon hat halt auch ein bisschen leiden im Leben. Hat halt das Kreuz von Jesus auch ein bisschen mittragen und vielleicht 500 Meter hat es mögen tragen und ist dann davon gesäckelt. Dann hat Jesus Kreuz wieder mit seiner Eiche getragen und zu dem Golgatha. Haben sie dann aufs Kreuz gelegt, die 3 Nägel. Ein Nagel durch die 2 Füße und 2 Nägel durch die Hände.
unsere sture Schiess-Saubock-Stolz, das sture Schiessholz, der Simon, der sture Bock-Simon, der seinen eigenen Willen will durchstieren und will die Freiheit um jeden Preis haben, oder aber auf keinen Fall auf Gottes Wegen gehen, ganz sicher nicht den Willen Gottes tun. Nein, der Simon mit seinem sturen Grind, der will seinen eigenen Willen durchziehen, oder? Und was bleibt Jesus anders übrig? Er hat sich dem freien Willen vom Simon verpflichtet und muss mit diesen drei Nägeln muss er sich an den sturen Simon herannageln, an das sture, dumme Holz, oder? Wird er mit drei Nägeln an den alten Simon herangenagelt? Und sie richten ihn auf und der Viertel Blut hängt da vor ganz Jerusalem und alle schreien Kreuzungen und schauen mal, er hat gesagt, das ist der Messias und was weiß ich und jetzt kann er sich nicht einmal selber helfen und ganz Jerusalem hat man verspottet. Und dann haben da und hat Schmerzen und irgendwo sind noch drei Frauen, Maria Magdala und seine Mutter und Johannes und das hat er noch gesagt, Johannes, nimm meine Mutter zu dir, schau für meine Mutter. Irgendwo hängt er da oben am Kreuz und 9 Stunden lang. Am Schluss. Gott ist noch da, Gott ist noch bei ihm. Und dann sagt er so, Vater, jetzt ist dann etwa Zeit, jetzt komme ich dann zu dir. Und dann sagt der Vater so, und jetzt muss ich den ganzen schwarze, dunkle Dreck von dieser ganzen Welt auf dich legen, mein lieber Sohn. Jesus sagt, muss es wirklich sein, aber Vater, es muss sein, also gut. Leg den ganzen Dreck von dieser Welt auf mich. Und der Vater legt den ganzen Dreck von der ganzen Welt auf seinen Sohn. Und der Himmel wird dunkel und die Erde wird dunkel und alles wird dunkel und plötzlich, Jesus, du, der Vater ist nicht da, wo ist der Vater? Und hat er mich jetzt auch noch im Stich? Und der Einzige, der immer zu mir hätte, jetzt hat mich der ja nicht im Stich. Und Jesus hat ganz allein am Kreuz, nicht einmal mehr den Geist hat er noch gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht in der Christen sind. Ich habe das einmal erlebt, wo ich wirklich nicht glaubte, dass ich Christ bin und glaubte, jetzt bin ich völlig neben der Schuhe, wo sich der Geist so verabschiedet hat. Ich sage euch, das ist so ein ekelhaftes Gefühl, wenn du nicht einmal den Geist spürst. Jesus hängt da von Gott verlassen, von der Welt verlassen. Auf der Erde dürfen nicht sterben, im Himmel dürfen nicht sterben. An die drei Nägel genagelt vom Simon, seinem sturen Bock mischt willen. Ich weiß nicht, hat der Vater noch zu mir, hat er mich jetzt auch noch verloren. Das Einzige, was ich mache, ist ein Glaubensschritt. Einfach ein Glaubensschritt, ganz blind, einfach völlig blind, einfach müssen dem Vater vertrauen. Nicht mehr gespürt, keine Liebe mehr gespürt vom Vater. Ich sage, Vater, ich vertraue dir einfach. Da ist mein Leben, wie legs her. Ich spüre dich nicht, ich spüre deine Liebe nicht, ich spüre nichts. Aber da ist mein Leben, ich lege es ab. Er hat sein Leben abgelegt und ist gestorben. Einfach im blinden Vertrauen, für dich und für mich. Und was wollen wir sagen, wenn das Leben schwierig ist, kannst du sagen, ja, die sind geschuldet, der ist geschuldet, Gott ist geschuldet, das Leben ist scheiße gelaufen und ich habe mir es anders vorgestellt und Gott, du bist ein Arschloch und mein Chef von der Vergangenheit war ein Arschloch gewesen, was nützt es? Was ändert nicht? Und genau die schwierige Zeit auf die andere Seite ist es auch dein Schatz. Das, was du gelitten hast im Leben, es ist nicht einfach nur umsonst, es ist ein Schatz. Du kannst Menschen so trösten, wie das auch niemand anders machen kann. Und das darfst du nicht verachten, was du gelitten hast im Leben. Es war nicht einfach nur ein Leiden gewesen, sondern es ist eben auch ein Goldschatz, den du mit dir in deinem Herz umdrehst, den dir niemand wegnehmen kann. Und wenn wir wirklich einfach so nicht mehr sehen und einfach nur noch schwarz sehen, es gibt einen Ort, der heller ist als jeder Schwarz. Es gibt einen Ort auf dieser Welt,
und der Ort ist heller als jeder Schwarz. Und der Ort, der ist ein Hügel in Jerusalem und dort sind drei Kreuze. Und dort ist alles schwarz, von der ganzen Welt auf zwei Schultern gelegen. Nicht nur das Schwarz, das du und ich müssen tragen müssen. Nein, von der ganzen Welt, das ganze Schwarz steht auf diesen zwei Schultern gewesen. Aber die zwei Schultern haben überwunden. Sie hat überwunden. Sie hat nicht aufgegeben. Sie haben weitergeliebt und weitergeliebt und weitergeliebt. Obwohl noch mehr Schwarz gekommen ist und noch mehr Hass und noch mehr Hass und noch mehr Ablehnung und noch mehr Hass. Aber das Herz hat weitergeliebt und weitergeliebt und weitergeliebt, bis es all das Schwarz aufgesogen hat. Und es hat immer noch geliebt. Und zu dem Ort dürfen wir kommen, wenn gar nichts mehr geht im Leben, dürfen wir dort herkommen. Dort dürfen wir immer kommen. Wenn der grösste, absolute, grösste Scheissdreck geboten ist von deinem ganzen Leben, darfst du nicht herkommen. Selbst wenn du eine Scheidung hinter dir hast, wo du geschuld bist, wenn du einen Ehebruch begangen hast, was weiß ich, was man alles Schlimmes kann begehen, wenn du, was weiß ich, wenn du Satanist bist und was weiß ich, wie viele Menschen in die Hölle runtergebracht hast oder was man alles Schlimmes kann verbrechen im Leben, ich weiß doch nicht. Wir sind alles keine Engel, wir wären gerne Engel, aber wir sind es einfach nicht. Und da gibt es einen Ort, wo wir dürfen herkommen mit dieser ganzen Schwachheit, mit dieser ganzen Last, wo wir mit uns umtragen. Und der Ort heisst Golgatha. Dort dürfen wir herkommen und dort werden keine Forderungen mehr gestellt. Dort heisst es nicht, du musst dich unterordnen, du musst fleissig sein, du musst gehorchen, du musst das leisten, du musst das bringen, du musst ein guter Ehemann sein, du setzt und du musst und du setzt aufhören zu saufen und du setzt das bieten und du setzt das auch so an dich ändern und du setzt das anders machen im Leben. Nein, das heisst dort alles nicht. Du kommst mit dem ganzen kaputten Rucksack und du weißt auch genau, was im Rucksack hinsteckt, du weißt auch genau, was du alles falsch gemacht hast. Aber dann kommst du einfach zu dem verwundeten, zerfetzten Jesus, der da hängt und sagst einfach, Jesus, da ist halt einfach nochmal eine Kübelladung, nochmal eine Kübel von meinem Leben. Aber du bist gestorben dafür. Und danke, Jesus, auf dich genommen. Ich muss dir jetzt halt den Kübel einfach auch nochmal geben. Aber danke, du bist gestorben dafür und danke, liebst mich trotzdem. Und so kommen wir zu dem Jesus und so schauen wir ihn am Kreuz oder wir können ihn als leeres Kreuz anschauen. Er ist auferstanden, er ist nach diesen 9 Stunden er ist gestorben und 3 Tage im Grab gewesen. Und er ist auferstanden, er ist nicht mehr an dem Kreuz jetzt. Wir können ihn als leeres Kreuz anschauen und daran denken, er ist an dem Kreuz für uns gestorben, aber jetzt ist er nicht mehr oben, er ist im Himmel und das ist auch unsere Zukunft. Wenn wir dem Jesus vertraut, dürfen wir eines Tages auch dort sein. Und oft wissen wir nicht weiter, sehen wir vielleicht noch einen Meter weit, haben wir kein Licht mehr im Herz, wir sehen noch einen Meter vor der Nasenspitze. Und auch hier, ich habe vielen wollen helfen, bin verliebt in eine Frau, in einen Obdachlosen. Ich habe sie gesehen, gebet im Paradies, und irgendwann habe ich aber auch gesehen, sie lebt in Sünden. Zweifel bekommen, kann man ihr überhaupt helfen. Und man hat alles gegeben, um dieser Frau zu helfen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht nicht, es geht nicht. Und irgendwann für uns eine Enttäuschung auch. Und was ich immer noch gerne, aber es tut weh. Und ich weiß nicht, und dann denkst du, Gott, ich habe sie doch gesehen im Paradies, aber sie lebt im Götzendienst. Muss ich ihr helfen? Muss ich sie loslassen? Muss ich für mich selber schauen? Was muss ich hören? Zerrissenes Herz und irgendwo auch, wo bist du, Gott? Wo bist du in meinem Leben? Wir haben so eine schöne Zeit gehabt mit dir, so verliebt in dir, Jesus. Wo bist du jetzt? Ich sollte beten, ich sollte dich suchen, aber
wo bist du, wieso suchst du mich nicht? Klar muss ich dich suchen, aber viele Zweifel und auf mich gestellt, keine Organisation, die mir hilft. Habe ich nicht können, weil ich Psychose hatte, keine Organisation gegeben, die mich nehmen wollte. Ich musste so also auf eigene Fußmissionar werden. Jetzt bin ich auf eigene Fußmissionar, aber wie gesagt, Vater und Mutter verlassen mich, aber echt, mich auf. Aber es ist hart, liebe Leute, es ist nicht einfach. Und wenn du eine Familie hinter dran hast, ist es einfacher, aber manchmal ist das Leben halt auch schwierig und man hat halt einfach keine Familie manchmal. Und manchmal kannst du einfach nur auf ihn vertrauen, nur auf Gott, aber er ist da und wenn wir sein Wort haben, er steht zu seinem Wort. Und das ist unsere Sicherheit, er steht zu seinem Wort. Gestochen oder gehauen, ob du der grösste Sünder, der daherlatscht, bist aber nicht. Gestochen oder gehauen, Gott steht zu seinem Wort. Und auf das dürfen wir vertrauen. Und das ist auch unsere Zuversicht, dass wir wissen, es ist nicht meine Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit, das sind fetzige Lumpen, die Gerechtigkeit vom Simon. Der will schon das Gute tun, aber am Schluss kommt gleich der Hafenkäs dabei raus. Und mit denen hat er Krach und mit denen hat er Krach. Und da hat er das Gute wollen und am Schluss hat er noch Krach. Und fetzige Lumpen, nichts anderes. Aber es ist nicht unsere Gerechtigkeit, die zählt. Es ist das blühende Herz von Jesus, so, wo zahlt hat für den ganzen Müllkübel. Und was hat Jesus gesagt? Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Denn die Kranken brauchen den Arzt und nicht die Gesunden. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Und wenn du weißt, was Liebe heißt, im Leben der Menschen, was Barmherzigkeit ist. Und dann weißt du auch, was es heisst, barmherzig zu sein. Weil wenn man Geld hat, dann kann man nicht anders als barmherzig sein. Aber es ist manchmal schwierig. Es ist hart und es tut weh. Und wenn man dann eben einmal nicht barmherzig sein kann, dann tut es verdammt weh. Ja, aber den Ort haben wir, das Kreuz, dort können wir hergehen. Und auch wenn das Leben schwierig ist, wenn es dunkel ist, es ist nicht es ist nicht das letzte Wort, es ist nie das letzte Wort ist erst, wenn du dann da bist, dann ist das letzte Wort gefallen, wenn wir einmal nicht mehr da sind. Und solange wir noch leben, gibt es auch Hoffnung. Und Hoffnung gibt es immer. Erst wenn du mal gestorben bist, dann ist es zurück, dann ist dein Leben beendet, dann ist es so, wie es war. Und solange wie du auf dem Planeten noch bist, kannst du immer etwas ändern. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das ist so, er lässt es dem Aufrichtigen gelingen. Und das Gott lügt nicht. Er lässt es dem Aufrichtigen gelingen. Ja. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich kann euch ein Trost sein, die verzweifelt sind. Vielleicht auch um euch noch ein bisschen trösten. Ich habe 14 Jahre Psychose gehabt. Jetzt habe ich immer noch ein bisschen Medikamente, aber eigentlich fast nicht mehr. Also Gott hat mich praktisch geheilt von der Psychose. Und gebt einfach nicht auf, gebt nicht auf. Es kommt ein Tag, wo Gott euch aus dem Sumpf rausholt. Aber oft haben wir eben das Gefühl, es kommt ein rosa-rotes Wölkchen und Gott kommt mit dem rosa-roten Wölkchen. Und das ist aber meistens nicht so, sondern meistens wie wir eben auch dazu beitragen und meistens ist es eben ein Prozess. Und meistens ist eben der Grund, wieso Gott nicht mit dem rosa-roten Wölkchen kommt, ist eben ein Mangel die Erkenntnis. Also ich bin gesund worden von meiner Psychose, eigentlich von dem Tag an, wo ich verstanden habe, was für eine Kraft das Wort Gottes hat, von dem Tag hat sich das Blatt gewendet. Und ich bin auf der Siegerstrasse gsi und vorher bin ich immer auf der Niederlagestrasse gsi. Und das ist wichtig, wenn, also es geht auch eigentlich auch darum, ins verheißene Land zu kommen mit Gott. Und das verheißene Land, das ist das Land, wo du mit dem Wort Gottes über deine Umstände regierst
und nicht mehr die Umstände über dich regieren. Das ist das verheißene Land. Und da, es ist eigentlich nicht schwierig, in dem Land zu leben, ist nicht so schwierig, man muss einfach wissen, wie es funktioniert. Und dann bist du in dem verheißenen Land. Und viele warten auf das rosa-rote Wölkchen und wissen nicht, wie man ins verheißene Land kommt, dass man eben muss dorthin laufen und eben über den Jordan gehen und eben muss das Leben in die Hand nehmen, aber die Leute wissen nicht, wie. Und wenn du dann einfach nur mit Gebet probierst, das Leben in die Hand nehmen, dann wird es schwierig. Und die Leute wissen nicht um die Vollmacht vom Wort Gottes. Und wenn du die Vollmacht vom Wort Gottes begriffen hast, dann ist es einfach. Dann hast du begriffen, dann weißt du, da kann links und rechts von mir kann stürmen und schütteln und machen und tun. Natürlich nicht immer, manchmal muss auch vernünftig sein, logisch, aber grundsätzlich einmal, zuerst kannst du sagen, du kannst rechts und links stürmen und schütteln. Aber wenn das Wort Gottes sagt, so und so und so, dann sagt das Wort Gottes so und so und so. Und ich vertraue im Wort Gottes. In meinem Leben richten sich die Umstände völlig neu vor dem Wort und nicht das Wort, sind ich neu vor meinen Umständen. Das ist eine Grundsatzentscheidung, die wir alle treffen müssen. Und wenn du diese Entscheidung mal getroffen hast, in meinem Leben beugen sich die Umstände völlig neu vor dem Wort Gottes. Wenn du diese Entscheidung mal getroffen hast, und einfach Umstände nicht mehr einfach so akzeptierst, sondern sagst du, der Umstand in meinem Leben, der widerspricht dem Wort Gottes und der Berg muss weg. Und wenn der Berg nicht weg will, dann muss er das Wort Gottes hören, fertig. Und dann redest du das Wort Gottes in den Umstand und redest das Wort Gottes in den Umstand und der Berg sagt, du, ich will noch gerne 100 Jahre hier klemmen, aber dann kommt man mit dem Wort Gottes, ich habe keine Chance, ich muss mich wegbewegen und mein Friedli hier von dieser Strasse wegbewegen. Und der Berg muss weichen, weil du mit dem Wort Gottes kommst. Und gegen das Wort Gottes hat der Berg keine Chance, gegen meine Gebete, gegen die Glauben, 100 Jahre hat er Chance, der pflanzt 10 Millionen Jahre auf dem Weg. Aber gegen das Wort Gottes hat er keine Chance. Und wenn du das Geheimnis entdeckt hast, wo Jesus gesagt hat, es ist aber einfacher, dass Himmel und Erde vergönnt, als dass ein Strichli und ein Komma von dem Wort vergeht oder gelogen ist oder nicht funktionieren wird. Wenn du das begriffen hast, dass es einfacher ist, dass Himmel und Erde vergeht, dass wenn du das Wort Gottes über den Berg aussprichst, dass der Berg sein Füdli nicht fortbewegt, dass es einfacher ist, dass Himmel und Erde vergehen, als dass der Berg auf dem Weg stehen bleibt. Wenn du das begriffen hast, dann regierst du über deine Umstände natürlich nicht immer. Also meine Umstände haben auch nur begrenzte Kräfte, natürlich, aber dann hast du begriffen, wie du mit dem Wort Gottes regierst. Und wenn du das begriffen hast, dann musst du nicht mehr auf die rosa-rote Wolke warten. Dann nachher hast du hier ein Buch und in dem Buch steht, was du brauchst und was dazu steht. Und dann nimmst du das, was dazu steht. Das heisst, das Reich Gottes leidet Gewalt und Gewalttätige reißen es an sich. Oder? Und dann machst du mit dem Wort, übst Gewalt aus und sagst, so du Krebs oder so du was auch immer. Lass mal schön zu, Jesaja 53, durch seine Wunden sind wir geheilt, fertig, Schluss, der Rest interessiert mich nicht. Mich interessiert das, was da in dem Buch steht. Und dann kommt der Krebs, dann fängt er zuerst mal auf die Ohren lassen, oder? Dann dachte ich mir, meine Leute, jetzt kommt mir der nicht im Wort Gottes, jetzt muss ich verreisen, jetzt habe ich den Kampf verloren. Und Jesus in der Wüste hat es genau gleich müssen machen. Der hat nicht 100 Jahre zu Gott gejodelt, lieber Gott, der Teufel steht da, das hat Jesus nicht gemacht. Wenn nicht 100 Jahre gejodelt, Jesus, lieber Gott, komm mit der rosa-roten Wolke und befreie mich hier von dem Teufel. Er hat nicht 100 Jahre lang gejodelt. Und er hat auch nicht irgendwie mit dem Teufel diskutiert. Du böser Teufel, jetzt geh fort von mir, du bist ja böse, du lügst mich an, hat er auch nicht gemacht. Jesus ist steil cool geblieben und hat gesagt, er ist dick geschrieben. Und beim zweiten Mal, Jesus, nochmal steil cool. Geschrieben. Und wenn irgendwie der Arzt kommt und der Teufel hinten dran und sagt, schauen Sie da, Herr so und so, schauen Sie da, Röntgenbild so und so, Sie haben Krebs in dem Stadium und so, und dann sagst du, ja, ist gut, lieber Arzt, ich kenne einen besseren Arzt als der. Geschrieben.
Wenn du mir Schweiß machen willst, ich habe Krebs, das mag sein, dass das Symptome so aussehen, aber er steht geschrieben, durch seine Wunden sind wir geheilt, für wahre trug unsere Krankheit. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten, und Frieden heisst Gesundheit und kein Krebs. Und wenn du das proklamierst, und dann kannst du es noch so machen wie Jesus mit dem Feigenbaum, die Krebszellen, mit denen musst du nicht zimperlich umgehen. Was willst du mit denen zimperlich umgehen? Oh, du lieber Krebs, komm, bleib noch ein bisschen im Körper. Nein, Jesus hat den Feigenbaum, wo der keine Feigen gibt, hat gesagt, so fertig, von dir ist nie mehr eine Feige. Und der Feigenbaum ist innerhalb von einer Minute verdorren. Wenn Jesus ein Machtwort geredet hat, und wieso redest du mit den Krebsen kein Machtwort? Sagst du so, der Krebszelle, in Jesu Namen verfluchen, nein, wir sterben jetzt in Jesu Namen, so musst du mit dem Krebs umgehen. Und die Vollmacht hast du, die Vollmacht hat den Namen Jesus, heisst, dass in dem Namen in Jesus ist beugen müssen, alle Knie deren, im Himmel und auf Erden und unter der Erde, sind das jetzt die neuen Krebs heissen oder was auch immer. Es spielt keine Rolle, was die für einen Namen haben. Das heisst, alle Knie deren, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde, sind wirklich neue Beugen vor dem Namen Jesu. Und die Vollmacht hat Gott dir mitgegeben. Und das ist wichtig. Trost ist wichtig und gut, das ist ganz wichtig. Aber man soll ja nicht stehen bleiben beim Trost. Also wenn wir im Kinderstadium sind, machen wir das. Ein kleines Kind, das braucht Trost, das ist so. Der braucht zuerst mal Trost und dann muss man die Windeln wechseln und alles. Aber es kommt das Alter, wo du erwachsen wirst im Glauben, wo du ein Jüngling wirst. Und der Jüngling, wenn der auf den Sack geht, der heult schon mal zuerst und hat vielleicht auch eine Freundin, die ihn tröstet, aber der steht wieder drauf und dann steht er wieder aufs Velo und fährt weiter, oder? Und wenn er ein Schwert in der Scheide hat, dann lernt er kämpfen mit dem Schwert. Und auch wir als Christen, selbst mit Leid bringt es nicht weiter, aber das Wort Gottes bringt es weiter. Und diesen Prozess müssen wir eben auch lernen. Der Trost ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass wir lernen, Vollmacht ausüben, weil du kannst nicht im Trost stehen bleiben. Im Trost stehen bleiben, das darfst du nicht. Den Trost brauchen wir alle, aber die Vollmacht brauchen wir eben auch. Und mit der Vollmacht kommst du Vollmacht über und mit der Vollmacht löst du deine Probleme und nicht im Selbstmitleid. Im Selbstmitleid löst du deine Probleme nicht. Sondern mit dem Trost, den du bekommst, kommst du auch Vollmacht über andere zu trösten, aber einfach nur trösten. Das ist gut, aber du musst ihnen eben auch helfen, nicht nur trösten. Und helfen musst du ihnen mit Vollmacht. Und Vollmacht ist etwas anderes als Trost. Vollmacht kommst du über aus dem Wort Gottes, wenn du das Wort Gottes ernst nimmst. Wenn du das Wort Gottes mehr ernst nimmst als deine Umstände. So kommst du Vollmacht über. Wenn du dem Wort Gottes mehr glaubst als deinen Umständen, dann sagst du, Umstand, du interessierst mich ein vierter Hafenkäse. Ich vertraue aufs Wort Gottes und das ist stärker als du Umstand. So kommst du Vollmacht über. Wenn du anfängst, deine Umstände im Wort Gottes zu unterstellen und nicht das Wort Gottes deinen Umständen. Das ist das verheißene Land. Also, so wie ich das verstand. So verstand ich das heißene Land. Das Leben aus Glauben. Und zwar ein Leben aus Glauben gemäß dem Wort Gottes. Und das heisst, die Umstände richten sich in deinem Leben nach dem Wort Gottes. Und wenn Umstände kommen, wo dem Wort Gottes widersprechen, dann verbiegst du die Umstände mit dem Wort Gottes. Das heisst, über die Umstände herrschen. Okay, da. Also, so viel zum Tag vom heute ist Mittwoch. Wort zum Mittwoch. Vielleicht hilft es irgendjemandem, vielleicht wenn du jetzt das Gefühl hast, ich bin doch ein kleines Christli, ich kann doch nicht predigen. Ich habe lange nicht können predigen, aber und es hat mich auch niemand predigen. Dann habe ich halt einfach mal angefangen auf der Straße. Ich habe auf der Straße angefangen zu predigen. Es hat mich niemand. Doch in der Gemeinde habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal habe ich predigt. Aber es ist nicht so eine super gute Predigt. In der Gemeinde ist auch, man muss sich vorbereiten und sind höchst. Werden hohe Ansprüche gestellt, gut auf den Stoss. Haben die Leute auch Ansprüche? Selbst natürlich schon nicht den Kindern. Ich habe bis Predigen auf den Stoss. Aber ich habe halt lange Strassenmusik gemacht. Irgendwann habe ich dann auch von Predigen auf den Stoss. Und es war eine gute Erfahrung. Ich habe mir am Anfang sehr fest Mühe gegeben, nicht zu fest, nicht streng zu predigen. Wirklich die Leute ermutigen auf den Stoss. Es ist auch gut angekommen.
habe nicht negativ reagiert und so habe ich dann auch gelernt zu predigen. Und heute auch mache ich viel so YouTube-Inputs und das kannst du auch. Glaub an dich und an Gott. Du hast so viele Möglichkeiten. Schöpfe deine Gaben aus, du musst nicht warten, bis irgendein Frisch kommt und deine Gaben entdeckt und sagt, ja, mach das, darfst du in der Gemeinde Folien legen und darfst das und das. Nein, du musst gar nicht warten, fang selber an, du bist erwachsen, du kannst dein Leben selber in die Hand nehmen, du musst nicht auf die rosa-rote Wolke warten, bis man dich lässt predigen. Gut, natürlich, wenn wir nicht mit Anleitung anfangen predigen, machen wir auch Fehler, gell? Es ist auch, die Bibel sagt, wir sollen nicht alle Lehrer werden, wir empfangen ein strenges Gericht. Das ist auch so, wenn du irgendeine Kabis predigst auf der Strasse, dann läufst du einfach in der Wand. Oder? Das ist auch, das muss man sich auch bewusst sein, muss man auch Respekt haben davor. Man soll nicht einfach irgendwie so, Halleluja, ich bin berufen zum Predigen und das mache ich jetzt und Gott ist schon mit mir. Natürlich, es ist eine Verantwortung und jede Gabe, die man hat, wenn man die einsetzt, kommt auch Verantwortung damit. Aber gleich Gaben einfach liegen lassen, ist auch nichts, oder? Und es ist wichtig, dass man unsere Gaben lebt. Und wenn's halt, wenn du an einem Ort bist, wo das nicht geht, wo man deine Gaben nicht sieht, wo du nicht gefördert wirst, wo du dann einfach ins Besenkämmer gestellt wirst, gell? Es ist immer eine Gratwanderung. Einerseits ist man eine Familie, man sollte sich unterordnen, man sollte sich anpassen, aber andererseits musst du auch sehen, du musst dort den unterordnen, wo du persönlich weiterkommst. Dort, wo man dein Potenzial sieht, dort, wo du gefördert wirst. Und wenn du an einem Ort einfach das fünfte Rad am Wagen bist, dann ist es eigentlich falsch, dich dort unterzuordnen. Dann musst du einen anderen Ort suchen, wo du dich unterordnen kannst. Oder sonst halt, schlimmstenfalls einfach du und Gott. Oder? Aber das ist eigentlich schon nicht das Ideal. Aber das sollte man nicht machen, aus der Gemeinde vorlaufen. Das kann ganz schief rauskommen. Aber gleich, ich denke, das Unterordnen, ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. Ich glaube, Unterordnen ja, aber mit Grenzen. Und mit einer Würde. Mit einer Würde. Und wenn die Würde nicht überkommst, dann musst du ja nicht unterordnen. Dann such dir einen Ort, wo du mit Würde kannst unterordnen. Und wenn du den Ort nicht hast im Moment, dann bist du im falschen Ort. Und du kannst schon 20 Jahre lang dich runterputzen lassen und runtermachen lassen. Das kann man machen. Aber für das bist du nicht auf diesem Planeten. Du hast ein Potenzial, du hast Gaben bekommen. Und such dir einen Ort, wo das gefördert wird. Okay. Und das ist je nachdem auch ein Kampf, gell? Sich zu behaupten und so einen Ort zu finden. Ist vielleicht nicht einfach, aber du bist der Wert. Du bist doch der Wert. Du bist doch der Wert, dass du dein Potenzial kannst leben. Und versteh mich nicht falsch, ich sage jetzt nicht, gib deinem Chef eins auf den Deckel und dein Chef ist ein blöder Siech und so etwas braucht auch Vorbereitung, wenn man vor Ort wechselt, wenn man eine Gemeinde wechselt, wenn man eine Arbeitsstelle wechselt, das macht man mit Hals über Kopf, das muss man vorbereiten, das muss man prüfen, das muss man mit dem Herzen besprechen, schön tranquilo und vorsichtig. Und nicht einfach irgendwie auch, wenn du Psychose hast, jetzt morgen setzen wir die Medis ab und all die Geschichten, kennen wir alles, oder? Das macht, aber das führt nie nachher. Also wenn du merkst, ich habe einen falschen Platz oder irgendwie, da werde ich nicht gefördert, dann besprich es mit dem Herrn und dann gib dir Zeit und sag, okay, ich suche mir eine andere Gemeinde, aber schön mit der Ruhe, tranquilo. Oder ich suche mir eine andere Arbeitsstelle, aber zuerst muss ich eine haben, bevor ich davon säckle bei der alten Arbeitsstelle. Oder? Ja, und sonst, wenn es halt einfach nur ein bisschen schwierig ist und es eigentlich eine gute Stelle ist, noch bleibt dort, oder? Oder wenn die Gemeinde gut ist und es halt einfach nur ein bisschen hart ist, noch bleibt bei dieser Gemeinde. Aber die Salbung, die du dir darunter stellst, das ist einfach das, was den grössten Einfluss hat in deinem Leben. Das heisst, Jesus hat gesagt, wenn der Jünger vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Und wenn du die Occasion hast, so zu werden wie dein Meister, dann bist du ein falscher Meister, oder? Dann suchst du lieber einen anderen, weil wir haben nicht das Leben geht ewig. Wir haben vielleicht 80 Jahre, ich bin jetzt 44, wenn es hochkommt, habe ich noch 40 Jahre. Und die 40 Jahre, die sind schnell vorbei. Die sind schnell vorbei. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Oder? Und
Wir müssen entscheiden, mit wem wir auf dem Weg sind. Und das müssen wir gut entscheiden. Okay. Und wenn wir mit jemandem auf dem Weg sind, dann müssen wir natürlich auch schauen, dass wir unseren Beitrag auch leisten, damit Konflikte vielleicht gar nicht vermeidbar sind, damit die gar nicht erst entstehen. Oftmals ist es ja so, dass man von jemandem sucht und halt dann sich an das gewöhnt und einfach immer nur sucht und irgendwann mag der andere nicht und dann entstehen Konflikte. Oder? Und wenn man natürlich bei jemandem hat können suchen, dann muss man auch irgendwo wieder retour sagen. Dann muss man auch etwas beitragen zu dieser Beziehung und dann bleiben Beziehungen normalerweise bestehen. Und wenn man einfach eine einseitige Beziehung ist, dass einfach der eine sucht und der andere leistet, dann gehen Beziehungen normalerweise kaputt. Ja. Okay, danke fürs Zuhören.